Composing the Future. Unter diesem Motto präsentiert sich Österreich bei der Expo 2025 in Osaka, Japan. Österreich will sich auf der kommenden Expo als zukunftsorientierter, innovativer Wirtschaftsstandort zeigen. Wie? Das erfährst du im folgenden Beitrag. Unter dem Titel Designing Future Society for Our Lives werden auf der Expo 2025 in Japan mehr als 28 Millionen Gäste und rund 160 teilnehmende Länder erwartet. Gastgeberin ist die Stadt Osaka, im Westen der japanischen Hauptinsel Honshu gelegen. Bekannt ist die Metropole vor allem für ihre dutzenden Kanäle und die berühmten 808 Brücken. Die Kansai-Region, dessen Herz Osaka darstellt, ist eines der größten Ballungszentren Asiens und ein bedeutsamer Hub für Industrie, Wissenschaft und Kultur. Osaka ist nach Tokio und Yokohama Japans drittgrößte Stadt. 2,7 Millionen Menschen leben hier. Mit der Expo 2025 versucht Osaka aktiv, die internationale Reichweite zu erhöhen und sich der internationalen Bühne weiter zu öffnen. Ziel ist hierbei der Aufbau einer internationalen Reputation und Visibilität und die Erweiterung internationaler Netzwerke und Kapitalflüsse. Dabei hat die Stadt eine besonders ehrgeizige Vision. Osaka will sich als zweite Hauptstadt etablieren und auch über dieses Expo-Event hinaus die Aufmerksamkeit der Welt auf sich ziehen. Die Expo 2025 ist thematisch in drei Zonen aufgeteilt: Saving Lives, Connecting Lives und Empowering Lives. Herausforderungen der Gegenwart sollen in den Fokus gerückt und Lösungen für die Zukunft gefunden werden. Das 115 Hektar große Gelände liegt auf der künstlich geschaffenen Insel Yumeshima. Die Flächen sollen auch nach dem Event genutzt werden. Auf der künstlichen Insel vor der Stadt ist bereits jetzt die Errichtung eines sogenannten Integrated Resort vorgesehen. Hier sollen Hotels, Konferenzzentren, Unterhaltungsetablissements und das einzige Casino Japans entstehen. Die Fertigstellung des Resorts ist für 2030 anberaumt. Und es wird ein anfängliches Investment von rund 8 Milliarden Euro dafür vorgesehen. Japan ist für Österreich nach China der zweitwichtigste Wirtschaftspartner in Asien. Der Alpenstaat zählt zu den 10 größten Exportländern aus der EU. Laut der japanischen Importstatistik hat Japan 2022 für österreichische Waren erstmals über 300 Milliarden Yen ausgegeben. Und somit um 21,3% mehr als im Rekordjahr 2021. Mit der Teilnahme an der Expo wollen österreichische Institutionen und Unternehmen zukunftsweisende Produkte und Lösungen vorstellen. Und das alles unter dem Motto Composing the Future. Der Österreich-Pavillon ist ein imposantes Design in Form eines überdimensionalen Notenbands, gestaltet von BWM Designers and Architects. Die Gäste erleben eine musikalische Inszenierung von der Vergangenheit hin zur Gegenwart bis in die Zukunft. Holz ist der zentrale Rohstoff der Spiralstruktur. Einzelne Komponenten können nach der Expo getrennt voneinander wiederverwertet werden. Die Vorfreude auf die Expo 2025 ist groß. Ein großer Wunsch ist die weitere Verbesserung der Beziehungen zwischen Österreich und Japan.